Okay, ich stehe jetzt hier mit Tilla Dier vom Heidelberger Ruderclub. Tilla, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du denn das Spiel erlebt? Ja, wie habe ich das Spiel erlebt? Die ersten 30 Minuten ging es los wie eine Kanone. Und dann war es für uns so, dass man gemerkt hat, dass wir vom Kopf her ein bisschen abgeschaltet haben, leider. Aber es hat ja gereicht, die ersten 30 Minuten haben wir gezeigt, was wir können, und es war gut. Jetzt habt ihr ja diese Saison sehr erfolgreich gespielt. Ist da überhaupt noch eine Steigerung möglich? Ja, wir hoffen natürlich. Wir haben sehr viele junge Spieler auch, die wir einsetzen konnten, dieses Mal auch in dem Endspiel sogar. Und man sieht von Mal von denen auch eine Steigerung. Und ich denke, das ist auf jeden Fall dann möglich. Du spielst ja auch Siebener, Nationalmannschaft. Wie sind da die nächsten Termine? Ja, wir haben einige Lehrgänge jetzt noch und dann ist natürlich Moskau, die EM, ein ganz wichtiger Termin. Ja, und da hoffen wir, dass wir natürlich gut abschneiden können. Was ist dein Tipp? Was werdet ihr schaffen? Ich will nicht zu viel versprechen, aber wir wollen auf jeden Fall einige Spiele gewinnen. Danke dir, Tilla.